Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Wir sind, glaube ich, gerade dabei, den magnetinduktiven Inspektor zu bauen. Es ist ein bisschen länger her, dass ich Sandrock, also die Standard 2 Wochen, oder vielleicht ein bisschen mehr, dass ich Sandrock aufgenommen habe. Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen verwirrt, aber wir kriegen das schon hin. Was brauchen wir denn noch? Also Linse, Bronzerahmen, okay, und noch eine Gummischale. Läuft Gummischrott? Gummischrott läuft. Gut, Tee muss auch noch wachsen. Hatte ich irgendwas gesagt, was wir machen wollen? Ich habe echt keine Ahnung. Oh, guck mal, wir haben noch eine einfache Sandfalle. Die können wir ja mal verschenken. Komm, die schenken wir mal. Schenken wir mal Elsie. Werden wir sie finden. Da hinten. Howdy! Du sollst die einfache Sandfischfalle bekommen. Wow, thanks! Okay, war nicht ganz so das. Hätte ich gedacht, sie freut sich drüber. Wir können ja mal gucken. Ja, okay, war ein Geschenk, was nicht zu ihrem Geschmack entsprach. Okay, haben wir es auch mal ausprobiert. Das ist schon 15 Uhr. Was ist denn neu? Okay, der und... Ach, die Haushaltsschleifmaschine. Ich glaube, wir müssen, wenn wir jetzt aufwerten wollen, müssen wir wahrscheinlich wieder ein bisschen Bronze holen, beziehungsweise Materialien für Bronze. Ich glaube, wir können nicht mehr machen. Nee. Und was wollten wir auf... Was können wir aufwerten? Die. Ach ne, Mangan brauchen wir dafür. Das haben wir noch nicht. Aber trotzdem können wir ja schon mal die anderen Materialien dafür besorgen. Stahlstange. Guck mal, das könnten wir dann schon aufwerten. Das heißt, wir gehen jetzt wieder mal ein paar Elite-Monster ärgern. Ich weiß, man kann die Dinger auch kaufen, aber ich versuche sie mir zumindest zu erfarmen. Die Upgrade-Kits meine ich. Nee, keins dabei. Oh, die Tiere sind heute aber nicht so geberfreundlich. Sie haben... Oh, habe ich... Ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal wieder aufgenommen haben. Sie haben ein bisschen Performance verbessert und Texturen. Also Belichtung. Und da hinten ist es mir gerade aufgefallen, ja. So ein... Ist halt... Das hat jetzt nicht krass viel, aber doch. Allerdings nur für den PC. Für die Switch-Version. Ich weiß gar nicht, gibt es das auch auf anderen Konsolen? Ich habe es jetzt, glaube ich, nur für die Switch bewusst gesehen. Da noch nicht. Ich glaube, das gibt die Switch auch einfach nicht her. Oh, wir haben das erste Upgrade-Kit bekommen.
Also ich muss sagen, ich mag das, wenn Spieleentwickler, die ihr Spiel dann sagen, okay, jetzt ist es die 1.0er-Version, aber es ist halt noch nicht so perfekt, wie wir es haben wollen, dass sie dann noch weiter dran arbeiten. Klar, ich kann verstehen, dass man irgendwann in die 1.0er muss. Also, dass diese Entscheidung dann getroffen wird. Aber dass man dann danach noch dran arbeitet. Man hat es ja auch an Porsche gesehen. Da wurde ja noch irre viel im Nachhinein so an Nebenquests reingepatcht. Hier wird das auch garantiert der Fall sein, dass da noch einiges kommt. Also sie haben ja schon die ganzen Sachen aus dem Kickstarter, haben sie ja schon versucht mit einzubinden. Also was sie dort versprochen haben. Aber ich glaube, so ein paar Sachen fehlen noch, so ein paar Kleinigkeiten. Und dass sie dann jetzt auch sagen, hey, guck mal, wir gucken uns nochmal Texturen ein bisschen an. Ein bisschen Performance, dass es mit mehr FPS läuft. Und es läuft bei mir gerade deutlich mit mehr FPS. Muss man mal sagen. Entschuldigt, meine Stimme ist heute irgendwie nicht so wirklich da. Finde ich eigentlich ganz schön. Und ich hatte gerade das Erlebnis auch bei Grounded. Ich habe mal wieder reingeschaut, weil ich mal wieder Lust hatte. Und da waren so viele kleine Änderungen, also so Mini-Sachen in der Welt, wo dann nochmal ein Asset eingefügt wurde und sonst was. Und das finde ich einfach total schön, wenn man so ein Projekt dann einfach noch weiter pflegt. Das heißt ja nicht, dass da die fettesten Updates noch kommen müssen. Keineswegs, aber einfach so, dass es nicht fertig und dann fallen gelassen wird. Das finde ich ganz schön. So, wie viele Glasinseln brauchen wir? 2. Das heißt, wir brauchen 2 Bronzerohre. Ich würde sagen, die schleifen wir schon mal. Und dann brauchen wir bestimmt auch Bronzeniten, ne? Für einen Rahmen. Und wie viele Rahmen brauchen wir? Steht, glaube ich, auch links hier. So. Falsch. Habe ich das abgebaut? Ich durfte. Ah ja, alle einsammeln habe ich gedrückt. Ein Bronzerahmen. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur 4 Nieten. Okay, wie spät ist es? Wie sieht es hier aus? Hier braucht es noch fast 5 Tage, okay. Und dass man jetzt die Felder verschieben kann, ne? Das hat echt meinen Tag gerettet. Ich weiß nicht warum, also, nein, ich weiß warum. Ich weiß warum ich die Änderung so gut finde, weil man halt sein Gebäude anpasst oder seinen Hof und dann war das immer, dass die Felder nicht mitkamen. Das müssen die irgendwann still und heimlich eingebaut haben und ich habe es erst jetzt bemerkt. Es ist halt so, ich baue hier nicht so krass viel aus. Ihr seht ja auch, wir spielen immer noch mit der Standardhütte. Ich baue mir dann irgendwann, werden wir hier auch ein Stück Haus bauen und dann sage ich, das Haus ist fertig und dann werde ich es nie wieder anfassen. Ich kenne mich bei solchen hausigen Sachen, habe ich das gerne irgendwann fertig. Ich glaube, dann können wir den gleich schon fertig bauen. So, 2 Linsen und ein Bronzerahmen. So, wir haben den Express-Teekocher noch. Können wir wahrscheinlich noch gar nicht bauen. Nee. Deswegen habe ich mir die Quest auch nicht angewählt, ja. Verstehe. So, was haben wir da für eine Quest? Bei den Treppen, okay. Avio. Mal sehen, was er von uns will. Oh. Nicht blocken, sondern laufen. Achso, und Briefe gucken. Okay, hallo Edgar. Am 28. dieses Monats findet unser Jagdmeeren-Festival statt. An diesem Tag findet das Jagdmeeren auf der wandernden Y-Ranch
Wenn du an den Feierlichkeiten teilnehmen willst, vergiss nicht, dich anzumelden. Okay, dann werden wir uns wohl mal anmelden. Hallo Edgar, die Dinge bei der Bergungsfirma liefen in der letzten Zeit ziemlich gut, obwohl wir Bamna sehr vermissen. Ich und die Jungs, Rocky andersrum, die Jungs und ich, haben uns gedacht, da du hier immer alles in Ordnung bringst, könnten wir vielleicht anfangen, Schrott zu dir nach Hause zu liefern, um dir ein bisschen Zeit und Mühe zu ersparen. Ganz umsonst können wir es nicht machen, aber wir können dir ein wirklich gutes Angebot machen. Schau einfach mal vorbei, um mehr zu erfahren, Rocky. Ein Brief. Edgar, als ich die Brücke sah, die du gebaut hast, dachte ich mir, verdammt, gibt es irgendetwas, was Edgar nicht kann? Dann habe ich eine Weile darüber nachgedacht und festgestellt, ja, du kannst nicht fliegen. Keine Gedanken lesen oder mit offenen Augen niesen, aber diese Liste der Dinge, die du tun kannst, ist echt lang. Wie auch immer, Brücken sind schwer zu bauen, vor allem keine sichere, nehme ich an. Aber ich wollte dir auch noch sagen, vielleicht sollten wir mal Händchen halten? Wenn du das möchtest, wir müssen es nicht. Vielleicht ist es eine zu große Verpflichtung, vor allem wenn es mit jemandem wie mir ist, der seine Identität verbirgt. Nun ja, ich habe diese Muschel für dich. Von der geheime Typ, der dich für cool findet, aber dich auch irgendwie mag. Aber wenn du ihn nicht magst, ist das okay. Oder vielleicht kommst du und sagst Hallo, wenn du mich magst. Eine Muschel, okay. Die Person, die diese Briefe schreibt, scheint mir wirklich zu unterstützen. Es gibt definitiv einen vertrauten Stil in ihnen. Warum kommt diese Person nicht von Angesicht zu Angesicht zu mir? Ja, das frage ich mich auch. Und ein bisschen creepy ist das schon. Ein bisschen sehr creepy. Oh. Ich weiß nicht, es ist creepy. Sagen wir es einfach mal so. Avio schläft bestimmt noch. Dann gehen wir erstmal zu Mint. Nice. I think this will work perfectly. I'll go look at the bridge right away. Oh, right. Here's some of what you're owed from the budget for the project. I think I was supposed to give some to you on the front end. Oh well. Ach, ist doch alles gut. Ja, guck, Avio schläft noch. Okay. Das haben wir abgeschlossen. Also wir werden auf jeden Fall bald ist es soweit. Bald sind wir schon Stufe 3. Wir werden auf jeden Fall schon mal anfangen, so Richtung Schleifer und Schneidmaschine aufwerten. Also dafür sammeln. Damit wir es dann auch schnell machen können. Oh, wir dürfen bewerten. Das machen wir doch mal. Oh, es ist heute ist Sonntag. Ach nee, es war ja so. Oh Gott, ich lerne es irgendwann. Ach, das ist so, dass sie das umgestellt haben, macht mich so kirre. Immer noch. Momentan sind sie einfach, aber es gibt echt welche, da habe ich super lang gesucht. Das kann ich schon mal verraten. Da gibt es einige, die haben mich in Kirre gemacht. Was haben wir denn hier so? Können wir uns irgendwas Cooles holen? Wie viel Gold haben wir denn? Ach, wir haben genug. Wir holen uns mal genau, Garn und so. Das sind Sachen, können wir uns langsam mal holen. Weil das wird demnächst wichtig. Sehe ich jetzt noch irgendwie Schießpulver, könnten wir nochmal machen. Babybett brauchen wir noch nicht. Ja, die Möbel lasse ich immer erst, aber so Sachen, die man dann so herstellen kann. Also so Materialien, die finde ich eigentlich ganz gut. Okay.
Was haben wir denn hier so für Aufträge? Gummischlauch könnten wir machen. Suppentopf? Wollen wir mal Suppentöpfe machen? Und Schläuche. So. Avio, komm aus deinem Bett. Das ist auch schon. Das haben sie doch auch hier eingefügt, oder? Change the past. Nicht wundern, ich versuche gerade nebenbei Kaffee zu trinken. Deswegen bleibe ich ab und zu stehen. So, Burgess, bist du's? Yep. Oh, guck mal, Burgess hat richtig viel zu erzählen. Los geht's. Thank you. We can change the future. So, Burgess, erzähl mal. Let's just not go overboard with that. Oh, Rocky. Achso, ich habe einen schönen Geburtstag, den 2. des Frühlings. Das bedeutet, dass ich nur einen Tag im Jahr daran denken muss, wie alt ich bin. Meine Frau erinnert mich allerdings ständig daran. Rocky hat so viel zu erzählen. Hatte Burgess nicht auch so viel zu erzählen? Mhm. Dieser MINT-Junge erinnert mich an mein jüngeres Ich. Ich wollte auch mal Ingenieur werden, aber ich konnte mich nie mit Differentialgleichungen anfreunden. Moment, habe ich Differentialgleichungen gesagt? Ich meinte das einmal eins. Aha, Rocky. Bergmannshelm? Okay, können wir mal gucken. Guck mal, Burgess hat auch viel zu erzählen. Mein Geburtstag ist der 20. des Frühlings. Zur Feier des Tages gönne ich mir oft eine extra Portion Kirchenschleim zum Frühstück. Aber wenn das Haferschleim ist, ist es voll lecker. Ich habe gehört, dass du die Brücke, an der du gearbeitet hast, bald inspiziert wird. Wie aufregend. Ich kann mir nichts vorstellen, was mehr Spaß macht als eine Inspektion. Abgesehen von, wie wäre es mit einer Vermessung? So, wir gehen hier mal raus und quatschen draußen mit den anderen Wendern. Weil dieses Gelaber von Pastorin Mathilda im Hintergrund ist ein bisschen anstrengend. So, wir können ja mal gucken, ob Avio jetzt wach ist. Und ich wollte einmal im Forschungszentrum nachgucken. Ich glaube, wir hatten die Nähmaschine als nächstes, wollten wir haben, ne? Weil wir noch keine Nähmaschine haben. Und schon anfangen aufzuwerten, ne? Hallo, G. Are you done with the express tea maker? Regular tea kettles would take more than 10 minutes to make a cup. The tea maker would save me 4 years of time if I could live up to 70 years old. Du kannst auch ein bisschen älter werden, G. Ja, 3 Tage verbleibend, okay. Okay, dann ist ja alles gut. Hallo Nemo. Wo ist Avio denn jetzt hin? Okay, ab zur Museumsseite. Ich dachte, er wäre jetzt mal aufgestanden. Also er ist ja aufgestanden, aber er ist gleich schon wieder weggelaufen. Wir spielen gegangen. Well, if it isn't my favorite builder. No sooner was I just thinking of you, and here you are before me. I've had the most enlightening idea, and I need your help. Okay. 10 picture frames, post haste. What are they for?
Well, it's not that I don't trust you, but when it comes to good sales ideas, the fewer people who know, the better, you know? Don't worry, I'll fill you in later. Okay, okay, ich werde es sofort erledigen. That's why you're the best! Always so reliable! These picture frames, do you think you can make them within 3 days? Such opportunities can be fleeting, no? Thanks, see you soon! Abigail ist der Einzige, der uns so krasse Auflagen gibt. Zeitauflagen. Weil er nicht abwarten kann, der Gute. Wir brennen jetzt erstmal die Suppentöpfe. Und dann... Die Teeblätter brauchen ja noch ein bisschen. Machen wir das? 10. Wir brauchen Holzbretter, 1 und Papier. Okay. Wir müssen Holz sammeln gehen. Und Papier wird hier getrocknet. Da brauchen wir 10 Stück. Oh man, ich überlege gerade hier, hier ist ja so ein bisschen das, ja, Rumgestöhne durchs Hacken. Man kann ja den Charakter auch stumm schalten. Das habe ich mal ausprobiert, das ist total komisch. Also auch wenn dir dieses die ganze Zeit auf die Nerven geht, ist das irgendwie besser, als würdest du nur ganz stumm deinen Baum hacken. Also finde ich zumindest. Es gibt natürlich auch andere, die das anders sehen. Aber bei mir ist das so, nee, wenn das so ganz stumm ist, fühlt sich das irgendwie nicht echt an. Da haben wir noch 2 Bäumchen, die nehmen wir noch mit. Wir nehmen dort noch das Alpha mit. In der Hoffnung, dass wir da ein paar Upgrade-Kits bekommen. Oder eins zumindest. So ein Tritt so mit beiden Hinterbeinen muss echt schmerzhaft sein. Also ich habe nur mal einen Tritt von einem Pferd abbekommen, von einem Hinterbein. Und das war auch nicht lustig. Bin ich ganz schön geflogen. Okay, da war ja noch ein bisschen kleiner, aber trotzdem, ich bin da ganz schön geflogen. Wir müssen mal kurz unseren...
erstmal alles sortieren. So. Haben wir hier noch Platz? Ja, hier haben wir Platz. So, DLC-Kleidung. Den haben wir neu bekommen. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Das hat natürlich eindeutig bessere Stats. Da haben wir nichts Neues. Auch nicht, aber beim Hut. Dann nehmen wir natürlich auch den hier mal. Ja. Und hier sehen wir, was wir anhaben. Das ist auch ein ganz gutes System. Ne, den brauchen wir im Inventar, aber die Sachen können wir mal wegpacken. Und das Armband... rüsten wir mal aus. Ich glaube, irgendwann müssen wir mal wieder verkaufen gehen. So, Kleidungsstücke, die wir nicht nutzen. Achso, Fleisch müssen wir auch noch einsortieren. Also die behalten wir. Hier noch irgendwo Platz für das Upgrade-Kit. Das haben wir. Und dann noch natürlich die elendigen Steine wegschmeißen. So. Jetzt haben wir 4 Holzbretter. Wir brauchen noch 6. So, das läuft alles. Können wir mal unseren Punkt verteilen. Hier in Sammeln haben wir den, ja. Ach komm, wir können ja auch mal neben das Schatztruhen auf der Karte angezeigt werden. Wir können mal auf die Karte gucken. Oder sieht man das nur auf der Minimap? Warte mal ganz kurz nochmal den Perk in Ruhe lesen. Aber ich glaube... Ja, Schatztruhen werden auf der Karte angezeigt. Vielleicht braucht das auch einen Tag, also ein Reload quasi. Von der Map. Aber theoretisch sieht man dann hoffentlich, sehen wir am nächsten Tag dann mal die die Schatztruhen auf der Karte. Dann können wir nochmal gucken, ob wir welche einsammeln können. Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon? Haben wir uns die hier schon geholt? Gar nicht. Was war die denn? Ich glaube, eine haben wir uns noch nicht geholt. Da können wir mal gucken gehen, ob die uns angezeigt wird.
Hier. Ich öffne die mal noch nicht, weil wir wissen jetzt, dass die dort ist. Und wir holen, wir gucken mal, wenn wir jetzt sozusagen die Karte einmal reloaden, ob sie denn da erscheint. Auf jeden Fall würde ich jetzt sowieso mal einen Schnitt machen, denn es ist schon eine halbe Stunde rum. Der Tag ist vorbei, ich gehe schlafen und wir starten dann mit einem frischen neuen Tag, würde ich mal sagen. Dann auf jeden Fall sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao.